Soundtrack ist echt, ja, das ist sehr schön, ne? So, ich bin in Akt 3. Warum sagt denn keiner da was zu? Jetzt sind wir wieder bei dem komischen Goldschatz. Aus Fisch. Oder so. Kiste. Öffnen. Bloody Roots. Blutige Wurzeln, ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Kann ich das einstecken? Ja. Da geht's hoch. Will ich aber noch nicht. Ich bleibe hier. Warum bleibe ich hier? Ich will mich umsehen. So, hab mich umgesehen. Es geht leider nicht viel weiter. Da wäre noch eine Tür oder sowas. Nee, auch nicht. Da ist noch ein bisschen Licht. Da ist sowas wie ein Spiegel gewesen. Vermutlich einfach auch die Tür, durch die ich geschritten bin, soeben. Ja. Ja, das gibt's auch mal, ja. Ich würde auch gerne öfter streamen, aber A, fehlt mir die Zeit und B, ist es dann tatsächlich... Hallo? Des Öfteren so, dass die PlayStation das irgendwie nicht hinkriegt. Dann ist dann, also wie gesagt, die letzten zwei Layers of Fear 2 Streams, die waren irgendwie nach 2 bzw. 2,5 Stunden, hat das qualitativ so nachgelassen. Hallo? Geh doch auf! Ach so, das ist eine Ziehtür. Sag doch was. Qualitativ so nachgelassen, dass ich mich gezwungen sah, die abzubrechen. Wenn du natürlich vorhast, so 3, 4, 5, 6 Stunden zu spielen und auch was zu erreichen im Spiel, was? Dann ist das zweifelsohne nicht förderlich. So. Also, ich weiß von Anfang an, dass hier Charakter steht, ja? Oder irgendwann stehen wird. Ein Haus besteht aus Wänden und Balken. Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Auch das wird sich sicherlich irgendwie auf das Ende des Spiels auswirken, ne? Was man hier vielleicht umgeklappt lässt, ne? Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Ja, der Traum natürlich von Unabhängigkeit auf irgendeine Art, ne? Also man hat was Eigenes, ne? Es ist ja auch eine Investition, so ein Haus. Aber Ängste natürlich insofern, da kann ja auch mal mit dem Haus was passieren. Und wir haben ja soeben ein paar Häuser in die Luft gejagt. Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Haus besteht aus Wänden und Balken. Naja, ein Dach sollte halt auch drauf. Das ist das Problem. Ich lasse es mal so, mir gefällt das irgendwie besser. Da ist ein Apfel. Der ist da vermutlich aber nicht mehr lange. Hier müsste ich jetzt... Dias habe ich jetzt gar nicht gefunden, ne? Ich habe gar keine Dias gefunden. Also ich kann mich nicht erinnern, welche gefunden zu haben in diesem Kapitel. Also zumindest mal keins, das ich jetzt da noch nicht eingelegt hätte. Ja, will euch jetzt nicht weiter langweilen. Wir gehen einfach mal, einfach mal nach oben. Also von daher sind wir gekommen. Nee. Oder? Doch. Von da sind wir gekommen, von der Aufnahme sozusagen. Wenn wir jetzt da rausgehen, sind wir wieder tot, ich weiß es. Da ist wieder eine Ziehtür. Kann jetzt wieder reingehen und Wasser aufdrehen überall. Was ich eigentlich gar nicht... Warte. Da liegt Fisch. Okay. Wird sicherlich einen Grund haben. Wir sind wahrscheinlich schon gesunken oder so. Keine Ahnung. Wir wissen es nur noch nicht. Deswegen sieht ja noch alles ganz toll aus und ist trocken. Double Shadows. 12th Night. Was? 12th? Die 12. Nacht. 12th Night. The Night. Find. Ich weiß nicht, wie man das spricht, ehrlich gesagt. Ist aber auch egal. Wir müssen ja irgendetwas tun. Warum sind hier viele Messer? Jetzt mal ernsthaft, warum sind da so viele Messer? Also, Moment! Ich guck nochmal durch das Fernglas. Da gab's ja mal, ich weiß nicht, ob einer von euch das gesehen hat. Da schwimmt nämlich was. Und irgendwann war da mal so ein kleines Schiffchen. Oh. Oh.
Oh, da bewegt sich irgendwas, bewegt sich da. Da war auf jeden Fall so ein kleines Schiffchen und das ist dann irgendwann vom Ozean verschluckt worden und dann war es plötzlich auf dem Schiff. Also es stand dann neben diesem Fernrohr. Ja, ich habe Perception leider nicht geschaut. Ich schaue extrem wenig YouTube aktuell. Aus Zeitgründen. Aber das wird auch sicher wieder besser. Das kann man noch irgendwie ranzoomen, genau. So. Aufpassen. Jetzt ist das nämlich auch weg. Habt ihr das gesehen? So, jetzt haben wir hier diesen Käfig. Da ist eine Uhr drin. Ein Ziffernblatt zumindest. Mit dem kann man nichts anfangen. Aber wir haben zumindest mal den Korb hier. Also schreibt mir das mal bitte in den Chat, ob ihr das auch so erlebt habt, beziehungsweise ob ihr das gesehen habt, dass man diese Sachen da auf den Ozean ranzoomen kann und dann sind die plötzlich hier. Was war denn hier eigentlich? Ach Gott, diese fucking kleine Schrift, das regt mich so auf. Ja, genau, das war ganz gut. Das ist plötzlich Untergang, genau wie jener Käfig jetzt. Und jetzt ist der bei uns an Bord. Ich weiß nur nicht, was ich mit dem Käfig soll. Aber vielleicht geht es auch einfach nur darum, den zu haben. So. Jetzt lese ich erstmal das davor. Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen. Unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns, ungesehen. Außer sie wollen es. Außer sie wählen dich. Einen sterblichen Menschen, der die grausame Farce spielt. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu, spiele nicht ihr Spiel, der Preis ist viel zu hoch. Vorsicht mit deinem großartigen Talent, mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht nun, da du ihre wahren Gesichter erblickt hast. Erblickt? Ja. Dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen. Grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind die Manifestation ihrer boshaften Gegenwart. Ah, hallo. Wieder da. Ja, ich habe sehr schön vorgelesen, wie ich finde, nur zwei kleine Fehler, beziehungsweise Sachen, die ich korrigieren musste. Möglicherweise ist eine dieser Sachen, die sie zurücklassen, das hier. Und das Schiffchen. Hier ist das Schiffchen, ne? Ihr seht es. Also ob es sich aufs Ende auswirkt, weiß ich nicht, aber vielleicht, wenn man irgendwie alles sammelt, was da irgendwie draußen rumkreucht und fleucht, kriegt man vielleicht ein Achievement oder so. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier irgendwie storytechnisch weiterkommen. Maximal 1 Uhr habe ich vor. 1 Uhr, falls ihr das wissen möchtet. Ich sag's nochmal. 1 Uhr nachts. Ich muss hier morgen wieder relativ früh raus, deswegen kann ich leider nicht so lange. Oh nein, Internet weg. Scheiß Internet in Deutschland. Was steht da? Den Charakter formen, in sich gehen. Kontext, Hintergrund, was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Ja, was hat mich hergebracht? Kontext, Hintergrund, was hat mich hergebracht? Naja, das, was ich getan habe, oder? Ohne das, was ich getan hätte, wäre ich nicht hier. Ohne die Wege, die ich gegangen wäre, wäre ich auch nicht hier. Ohne die Wege gegangen zu sein, die ich gegangen bin. Nun gut, schauen wir uns das nächste Hast, bevor ich das Band hier einlege. An dieser Stelle habe ich festgestellt, es gibt 4 Kapitel, ne? Hätte ich eigentlich schon im Kapitel 1 feststellen können. Aber das ist egal. Hier muss nun jenes Band eingelegt werden, das werde ich nun tun. Kann das bitte einfacher sein? So, hallo? Eieieiei. Ja, wir sind alle nett hier. Wir sind ja auch untereinander YouTuber hier. Wir schauen uns doch nicht gegenseitig was weg. Oder lassen die einfach laufen. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder. A fuel for the flame. The lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle,
Hold him in place. Pull him under. Away from the air. Away from the light. To wither away. Forever struggling. Thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Again, Act 3, Bloody Roots. I'm excited. Blutige Wurzeln. Sie können mich nach unten ziehen und mich festhalten. Was ist besser, verfolgt zu werden oder Wurzeln? Tja, schauen wir mal. Vermutlich muss ich da runter. Ja, in meiner allgegenwärtigen Neugier versuche ich natürlich wieder die Tür zu öffnen. Geht natürlich nicht. Warum probiere ich es eigentlich noch? Es ist ja eh immer klar. Ich bin immer so neugierig. Ich muss immer erst überzeugt werden. Versteht man mich eigentlich? Habe ich das Mikro richtig? Ja, passt alles. Ups, Moment mal. Okay, alles ist gut. Warum? Achso, jetzt. Jetzt bin ich irgendwo drunter. Natürlich, Wurzeln bin ich unter der Erde sozusagen. Hier sind halt Spinnenweben statt Wurzeln. Auch da kann man sich verheddern und die kleben auch ganz ekelhaft. So, was haben wir da? Eine Muschel. Schnecken aus. Listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Ja, immer erstmal, ist tatsächlich bei mir auch so, immer erstmal gucken, geht's nicht doch noch woanders lang, wenn ich jetzt, weil man denkt ja immer so, dass der offensichtliche Weg doch nicht der richtige. Ja, bei, insbesondere bei Layers of Fear Inheritance gab's ja so ein, zwei Stellen, die ganz, ganz offensichtlich gezeigt haben, dass man rechts gehen kann oder links oder halt richtig und falsch, je nachdem, auf die Seite der Mutter, auf die Seite des Vaters. Bei Layers of Fear, also beim ersten, gab es sowas, glaube ich, auch nur nicht ganz so offensichtlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ist aber auch eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Eine ganze Weile. Ja, und natürlich denkt man jetzt hier, wenn natürlich auch das Ganze vom gleichen Entwicklerteam kommt, dass sie das hier vielleicht ähnlich gemacht haben. Und hier gab es, oder gibt es immer wieder ein paar Stellen, wo ich denke, es könnte links und rechts dran gehen, lang gehen. Und dann gibt es noch diese Geräte, diese, ich weiß gar nicht, wo man die, warum ist die alles schief, wo man die Geschwindigkeit des Schiffes einstellen kann. Ihr wisst, was ich meine, diese Dinger da, slow, very fast, fucking fast, irgendwie so. Und da frage ich mich auch immer, macht das irgendeinen Sinn oder ändert das irgendwas, bedeutet es irgendwas, wenn ich da mittelschnell, langsam, scheiße schnell einstelle. Hier ist auch wieder ganz offensichtlich ein Pfeil, da musst du hin. Ist natürlich für den Actor, für den Schauspieler, was offensichtlich heißen soll, da soll ich mal nicht hin, deswegen gehe ich jetzt da hin. Deswegen ist die Tür auch zu, weil ich da nicht hin soll. Warum bin ich eigentlich geduckt die ganze Zeit? Kann ich überhaupt hoch? Ich kann gar nicht, oder? Ich kann gar nicht aufstehen. Ich stehe die ganze Zeit, eieieiei. Hattest du bei Layers of Fear 1 auch das gute Ende? Weil ich habe Layers of Fear zweimal gespielt. Ja, ich habe es zweimal gespielt. Und ich habe jedes Mal das gleiche beschissene Ende gehabt. Was unmittelbar damit zusammenhängt, dass ich es genau gleich gespielt habe. Aber, ja. Was heißt genau gleich? Also, zumindest mal nicht signifikant anders als beim ersten Mal. Oh, guck mal. Der hat wohl was in den Kopf gekriegt. So, da draußen. Das ist ja interessant. Das sieht lustig aus. Egal. Der da auch. Also definitiv soll ich jetzt hier lang gehen, ja? Sehe ich das richtig?
Erstmal nur bis hierher vielleicht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich sei geduckt, weil das alles hier vom Größenverhältnis her ein kleines bisschen übermenschengroß ist. Es kann durchaus sein, dass je nach, ob man alle Notizen findet, das auch Einfluss nehmen kann. Ja, aber das weiß man ja als Spieler nicht. Das ist das Blöde dran. Wenn man es wüsste, könnte man sich ja gezielt auf ein Ende einschießen. Soll man ja nur auch nicht machen. Man soll es ja so spielen, wie man es eigentlich, ja, wie es einem eigentlich gerade in dem Moment so gefällt. Da spielt auch so eine merkwürdige Musik hier. Ich fühle mich nicht so, als sei ich hier sicher. Bin auch nicht sicher. Na gut. Schränkchen, hallo. Gehst du auf? Nö. Dann halt nicht. Mal weiter. Strichelte Linie. Da, 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 da. Okay, rein kann ich nicht in den Kamin. Da ist ein Kreuz. Da muss ich wohl hin. Deswegen gehe ich da nicht hin. Da liegt nämlich noch was. Kitchen. Die Küche. Uff, hier oben. Da liegt noch was. Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle. Ein Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführung bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen. Ah. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Klingt fast wie eine Drohung. So ein bisschen. Als würde es momentan nicht so gut laufen. So. Dieser Raum ist sehr verwirrend. Ich weiß nicht, wo ich schon war. Da war ich schon. Okay. Das ist super. Also am Ende muss man... Oh, Radio. Nimmt das Einfluss aufs Ende? Ich weiß es nicht. Also, ihr habt den Küchenschlüssel benutzt. Jetzt schauen wir hier mal. Come, faithful servant. For tonight we brew a ghoulish concoction, the world's strangest stew. Die kochen Eintopf. Einen strangen Eintopf. Bin sehr gespannt. Ach, ich will hier immer Sachen aufmachen und stattdessen drehe ich mich irgendwie. Die Punkte muss man relativ genau anvisieren. Da geht's in den Wald raus, hallo! Sind wir schon bei Blair Witch. Ja, das kommt auch noch irgendwann. Ich muss nur Zeit haben. Ist natürlich zu. Tür ist zu und da ist es du. Schauen wir uns den Stu doch mal an. Ich kann nur leider nicht reingucken. Jetzt kann ich... Ah, es ist eine Leiter da. Ja, wisst ihr... Kann ich was rausnehmen, was reintun? Gibt es irgendwo eine Zwiebel? Ach, guck mal. Chilis. Estragon. Kerbel. Eichenblatt. Ist das vielleicht? Na gut, sie haben ja gesagt, er ist the world's strangest zoo. Na also gut. Ja, also ich kann jetzt hier wirklich... Oder muss ich irgendwo was aufheben? Oder was lesen? Barley, der Kanonier. Kanonier. Er isst viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Ist so schön, mit Leuten kommunizieren zu können bei einem Stream. Es ist so schön. Dazu macht man doch Streams. Oder? Ist doch so. Also... vermutlich muss ich da was reintun, ne? Davon gehe ich aus. Ihr werdet mir das wahrscheinlich sogar bestätigen. Uso. Uso, ja. Von mir... Oh, ich kann wieder zumachen.
Vielleicht kann ich jetzt was mit dem Eintopf machen, wenn da zu ist. Vielleicht darf nur keiner sehen, dass ich was reintue. Nee, aber hier liegt auch nichts. Ja, Spaß beiseite. Wir gehen weiter. Ich meines Zeichens frönt ja eine Zeit lang sehr stark dem Absinth, was ein leckeres Getränk ist, allerdings sehr, sehr stark und unter Umständen auch sehr, sehr heiß, wenn zu lang angebrannt. Da liegt ein Gehirn. Seasoned by sadness, burnt from within, ravaged by madness, rotten with sin. Ich glaube, ich schalte das Spiel gleich mal auf Pause und schaue nach, ob man das, ob man die Untertitel irgendwie so machen kann, dass man die auf dem hellen Hintergrund besser sieht. Okay, wir haben das Hirn genommen. Ich nehme an, das kommt in den Eintopf. Dann sind hier verschiedene Türen. Das heißt, da könnte ich. Kann ich jetzt schon mal eins nach dem anderen? Oder also muss ich. Kann ich hier schon mal eins reinschmeißen oder muss ich alle holen? Ich nehme an, ich kann das jetzt hier reintun. Das Hirn. Vermutlich kann ich gar nicht alle drei Sachen auf einmal tragen und reintun. Das ist, glaube ich, so gedacht. Könnte ich mir vorstellen. Und wenn ich das zweite gefunden habe, probiere ich jetzt einfach mal das dritte gleich zu holen. Ja gut, lass. Ich gehe wieder. Kommst du raus? Russische Untertitel, die sieht man besser. Ja, aber ich kann nicht nichts lesen. Kirillisch, weißt du. Okay, also hier geht's auf, da geht's auf. Ja, da lang ist doof, weil. Du Feigling, alles klar. Das lass ich mir nicht bieten hier. Geht ja wohl gar nicht. Servus. Soll ich das nehmen? Torn up by conflict, ravaged by war, flawed on the surface, warped to its core. Aha. Verfault im Kern. Das soll jemand essen. Habe ich. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Sehr schön. Stimmt, das ist sein Motto. Will nur spielen. Das steht sogar auf dem Kanalbanner. Wenn es noch da steht. Ist der Oschi noch hier? Willst du nochmal mit mir reden? Nö. Ja, ist ja gar nichts hier. Das juckt mich ja überhaupt nicht. Ne? So. Und sie? Ich gehe mal auch wieder raus, ne? Nimm bitte nicht so schweinische Wörter in den Mund, ja? Bitte. Wir sind doch hier nicht bei Dings. Bums. Dingsbums. Da ist ein Herz. Jetzt hat man, also wir haben ein Hirn. Wir hatten jetzt ein Beinarm, was auch immer, auf jeden Fall in der Mitte verfault. Und das sieht mir jetzt nach Herz aus. Frage ist, wird uns dieser Kollege daran hindern wollen, ohne Ratte, das Herz zu holen? Das ist ja auch einfach gar kein Herz. Hollowed by longing, hardened by loss, once slick and polished, has lost all its gloss. Meinst du mit Rate, Ratte? Ich kenne nämlich beides. So, willst du was? Aber natürlich meinst du die Ratte. Sollen wir die mal. Ach, die lebt ja sogar. Oder, hä? Nee, das ist doch keine Ratte. Das ist. Doch, ist eine Ratte. Und warum? Was ist los? Was ist denn passiert? Geht's ja nicht gut.
War wohl eine Rattengiftfalle da, ne? Na gut. Also der Kollege hier tut uns scheinbar nichts, ne? Der ist hier einfach nur so da. Der, ja. Drauf geschissen. Gehen wir weiter. Also, jetzt haben wir Körperteile für den Eintopf. Lecker, 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 lecker. Rute. Wo ist eine Rute? Ach, ihr verarscht mich doch alle. ja, da war ich schon. Wie gesagt. Da ist noch zu. Ich muss vermutlich erstmal fertig kochen. Dann machen wir das jetzt. So, hallo. Und nochmal. Look at it bubble. Look at it shake. The beast. Nee. Ach, fickt euch doch. Ich will das Biest nicht awaken. Ich renn weg. Muss ich eigentlich wegrennen? Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt diese Gestalt wieder aus der Hand, also aus dem zweiten Akt. Gibt's die hier noch? Ihr dürft mich ruhig spoilern. Bin froh, wenn sie weg ist. Ihr habt mich genervt. Da waren schon ein, zwei Stellen. Da wusstest du nicht, wohin. Diese eine Passage da wurde wirklich lang. Und da musst du Türen aufschieben. Und dann musst du irgendwo, dann rennst du an so einem schmalen Gang vorbei, wo du dich durchzwängen musst. Siehst ihn aber nicht, weil du ja auf der Flucht bist. Sowas möchte ich nicht mehr in diesem Spiel, bitte. Es würde mich aber interessieren, das Biest, das jetzt hier awakened ist. Wo haben wir das denn? In der Küche ist es nicht. Links war es nicht. Rechts ist es auch nicht. Vermutlich. Tatsache, hätte ich ja nicht gedacht. So, also gut. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Sehr schön sieht das aus. Ne? So, irgendwas Lustiges, was hier rumliegt, was ich mir angucken kann, lesen, schreddern, kochen? Nicht? Okay. Es kommt nochmal. Danke.